So Leute, was geht ab? Klaus hier am Fang am Start. Sind wir auf dem Klar-Kanal. Heute im Grunde seht ihr die Raid Remake Map Empire. Auf jeden Fall eine Solo-Nuklear, seht ihr im Hintergrund von Marity. Ist auf jeden Fall richtig, richtig sick, wie das Ganze jetzt geworden ist. Die ganze Raid Remake Karte Empire sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Das Feelings Original, ohne Scheiß, Original wie bei BO2. Nur in einem neuen Design. Das ist auf jeden Fall richtig gut gelungener Remake, muss ich sagen. Das ist mir jetzt bei Skyjacked und Hijacked ist mir das jetzt nicht so vorgekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, von allen den Sales, die bisher vom BO3 rausgekommen sind, am besten gelungener Remake der alten Maps. Und was kann man sonst so zum DLC-Discount sagen? Richtig gut gelungen, bis auf die Map Cryogen, die ist mir jetzt nicht so sympathisch, wie ich mal sagen würde. Und was die Zombie-Karte angeht, schieß. Also da haben sie sich wirklich das einfallen lassen. Wie gesagt, ganz Spiel in Stalingrad, wie ich das schon mal erwähnt habe. Und war richtig gut gelungen. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr kompliziert, die Map. Sehr gut überlegt, wie man zu Pack-a-Punch kommt an die Entwickler. Auch richtig gut überlegt. Richtig nice, wenn wir noch in die Map reinfuchsen. Die neue Zombie-Map. Da würde ich mal sagen, Leute, genießen euren Tag. Wir werden jetzt demnächst weniger Videos von mir hören. Weil wir wollen auch ein paar andere Kommentatoren natürlich an den Start lassen. Und da würde ich mal sagen, Leute, haut rein. Das war's von meiner Seite aus. Habt mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.